den Caller auf der oder den Kollegen auf der Bühne mitnehmen. Ich habe letztens eine Situation gehabt oder habe sie auch schon beobachtet, bei dem irgendwie drei Caller auf der Bühne stehen. Zwei von den Callern sind ziemlich sicher, also gut routinierte Caller, und der dritte ist eventuell einfach noch ein Beginner. Ich mag den Ausdruck Anfänger nicht, weil es ist ein Beginner und kein Anfänger. So, die zwei Caller haben sich gekannt, haben gut miteinander gecallt, und der dritte Caller war so ein bisschen zurückhaltend, weil er halt noch nicht so oft auf der Bühne stand. Und die zwei Caller hatten irgendwie gesungen, ziemlich laut, und haben den Caller nicht mitgenommen, weil er kannte den Text auch nicht. Und die haben sich vorne am Rand von der Bühne hingestellt zu den Tänzern, und der unsichere Caller, der ist hinten geblieben, hat sich halt zurückgezogen. Und aus der Videoperspektive raus zu sehen, sah das aus, als hätten sich die zwei Caller direkt vor dem Anfänger, Beginner, hingestellt, das sage ich schon selbst Anfänger, und haben gecallt, und der Beginner stand einfach hinten, der ungeübte Caller. Sieht blöd aus, wenn zwei vorne stehen und einer hinten, und wenn die Tänzer halt auf der Tanzfläche stehen, dann haben die ja unterschiedliche Perspektiven auf die Bühne. Und dann kann es auch so wirken, als würden sich die zwei Kollegen vor dem Caller direkt hinstellen, um denen einfach den kalten Rücken zu zeigen. Mein Tipp ist einfach, nehmt den unsicheren Caller mit nach vorne. Einfach, komm mit nach vorne, stell dich zu mir an den Bühnenrand, oder du gehst einen Schritt nach hinten und er geht einen Schritt nach vorne. Schaut, dass ihr auf einer Linie und auf einer Höhe steht und auch so stehen bleibt. Und einfach dem mit eurer Souveränität und eurer Erfahrung einfach ein bisschen Sicherheit geben. Dann fühlen sich alle wohler, und die Tänzer sehen das auch und nehmen das auch zur Kenntnis und sehen, schau mal, die auf der Bühne, die sind ein Team, und das sind nicht irgendwie drei Solokünstler, sondern das sind drei Caller, die miteinander gut callen können und miteinander gut arbeiten. Also nimmt den unerfahrenen Caller oder Callerin mit nach vorne, lasst ihn oder sie nicht alleine hinten stehen, sondern seid ein Team.